Hallo, willkommen, liebe Mitwisser. Bei uns geht es heute um das Kind, aber nicht um irgendeins, sondern um den Besten, den Perfekten, den idealen Nachwuchs. Also so, wie man ihn sich immer erträumt hat, gebildet, wohlerzogen, erfolgreich. Also ein Kind wie ein Traum, sozusagen ein echtes Genie. Aber mal im Ernst, viele Eltern versuchen möglichst früh, möglichst viel aus ihren Kindern herauszuholen. Ist das denn wirklich gut? Überfordert man die Kinder mit diesen hohen Ansprüchen nicht? Denn viele von ihnen haben ja schon fast einen Terminkalender wie unser eins, also wie ein Erwachsener. Musikunterricht, Computerkurs, Fremdsprachenunterricht und was auch immer. Zeit zum Spielen? Kaum. Wie kann man ein Kind am besten fördern, ohne dass man es überfördert? What can I see in my wonderful book today? Marie ist erst 4 Jahre alt und lernt bereits ihre erste Fremdsprache. Marie, would you like to count to 5? 1, 2, 3, 4. Oh, so many, so many. Very good. Das Mädchen besucht einen Frühförderkurs, wie viele andere Kinder in Deutschland auch. Die Erwartungen der Eltern sind hoch. Dass sich das zweite Sprachzentrum halt aufbaut, weil ich vom Haus aus Englisch nicht so kann. Und darum hoffe ich, dass sie damit in der Schule mal besser sein wird als ich in Englisch. Dass sie merkt, das ist alles gar nicht so schlimm. Und später mal, wenn sie zur Schule geht, dass sie dann das Gefühl hat, ach, das kann ich alles schon, das ist leicht. Viele Eltern sehen das so und schicken ihre Kinder immer früher in Kurse. Allein diese Sprachschulenkette hat rund 25.000 kleine Kundinnen und Kunden in Deutschland. Der Kinderarzt Stefan Renz beobachtet den Trend zur Frühförderung seit langem. Im Moment haben wir den Eindruck, als wäre so ein allgemeiner Förderwahn ausgebrochen, als würden die Eltern das Vertrauen darin verlieren, dass die Kinder sich von selbst entwickeln, dass sie quasi an dem Gras ziehen müssen, damit es schneller wächst. Und suchen ständig nach irgendwelchen Defiziten, die sie ausbessern können und nach irgendwelchen Möglichkeiten, wie sie die Gehirnentwicklung ihrer Kinder vermeintlich gut voranbringen können. Doch wie ist dieser Frühförderwahn eigentlich entstanden? Die Spur führt in die 90er Jahre. Hirnforscher hatten damals herausgefunden, dass Kleinkinder über viel mehr neuronale Verschaltungen im Gehirn verfügen als Erwachsene. Und nur diejenigen, die aktiv genutzt werden, bleiben auch bestehen. Die naheliegende Schlussfolgerung: bleibt das kindliche Supergehirn ungenutzt, verstreicht wertvolle Zeit für die intellektuelle Entwicklung des Kindes. Aber ist diese Schlussfolgerung tatsächlich korrekt? Ein Hund. Professor André Zimpel von der Universität Hamburg bezweifelt das. Der Psychologe und Pädagoge forscht seit 2 Jahrzehnten zum Thema frühkindliche Entwicklung. Seine These: Frühförderprogramme über- oder unterfordern Kinder oftmals. Die beste Förderung dagegen ist, mit einem Kind zu spielen. Denn beim Spielen werden Kinder automatisch schlau. Man kann also davon ausgehen, dass sich beim Kind all die höheren Funktionen entwickeln im Spiel, die es später als Erwachsener braucht. Also abstraktes Denken, sich in die Position anderer hineinzuversetzen, die Fähigkeit, Regeln einzuhalten, Regeln zu erfinden. André Zimpel untersucht in seinem Hamburger Aufmerksamkeitslabor das kindliche Spiel. Ein Puppentheater. Per Computer erfasst der Forscher die Blickbewegungen des kleinen Jamiro. Mit Hilfe eines sogenannten Eye-Trackers misst er, wie lange das Kind dem Spiel aufmerksam zuschaut. Nach nur kurzer Zeit durchschaut Jamiro den immer gleichen Ablauf und wendet sich gelangweilt ab. Dann eine neue Herausforderung und plötzlich ist er wieder aufmerksam. Das Gute am Spiel ist, dass es erstmal immer ambitioniert ist. Die Kinder suchen Herausforderungen, die sie nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Also sie suchen einfach nach geistiger Nahrung. Und diese geistige Nahrung liegt genau in dem Bereich, wo es anstrengend ist, aber nicht überfordernd. Und das weiß jedes Kind für sich selbst am besten. Das könnte keine Fördermaßnahme von außen so genau treffen. Standardisierte Förderprogramme, wie das dieser Sprachschule.
Hier lernen alle Kinder den genau gleichen Stoff in straff organisierten Einheiten, egal ob in Singapur, Hamburg oder Toronto. Einmal in der Woche kommen die Kleinsten mit Englisch in Berührung. Der Erfolg, da sind sich die meisten Forscher einig, ist gering. Nur wenn die Kinder die Fremdsprache im Alltag sprechen, macht das Sinn. Gehen sie aber zu Kursen, wo sie eine Fremdsprache lernen, die sie nur als Hintergrundgeräusch ernst nehmen können, weil es wirklich keine Mitteilungsabsichten dahinter stecken und weil sie merken, dass auch die Eltern das von ihnen erwarten, dass sie das tun und sehen aber nicht den Sinn darin, dann wird der Effekt eigentlich sehr gering sein. Es ist eigentlich verschwendete Zeit. Spielen ist keine verschwendete Zeit, sondern kann sogar eine erfolgreiche Therapie sein. Das hat André Zimpel bei Kindern mit Trisomie 21 dem Down-Syndrom festgestellt. Kinder, die vorher eben überhaupt nicht gesprochen haben, fangen im Spiel plötzlich an zu sprechen, sogar grammatikalisch kompliziertere Sätze zu bilden. Und noch größer ist der Erfolg, wenn man Anregungen in eine Kindergruppe gibt und die Kindergruppe unter sich sozusagen spielerisch die Dinge üben lässt, dann ist der Erfolg am allergrößten. Spielen als Therapie, ein Erfolgskonzept bei Kindern mit Einschränkungen. Doch auch für normal entwickelte Kinder gilt, Spielen ist die beste Förderung überhaupt. Das haben Ergebnisse aus Vergleichsstudien mit nicht behinderten Kindern gezeigt. Welche Bedeutung das kindliche Spiel für die geistige Entwicklung eines Kindes hat, ist den meisten Eltern gar nicht bewusst. Unter dem Druck der globalisierten Wissensgesellschaft verplanen sie die letzten Freiräume ihrer Kinder. Dabei ist gelungene Frühförderung für Eltern ganz einfach umzusetzen. Mal einen Ball nehmen, zusammen draußen kicken. Sie sollten zusammen Rad fahren. Und sie sollten vor allen Dingen Vertrauen darauf haben, dass die Kinder das, was sie interessiert, auch selbst in die Hand nehmen und sich dann von selbst weiterentwickeln, ohne dass man sie dazu drängt. Wir sind eins. ARD.